Ja, moin und hallo zum Island Base Interview der Woche. Diesmal an meiner Seite Luis Sprekelmeier. Luis, werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick zurück. Wir stehen hier in der Hensch Arena. Am Mittwoch habt ihr hier noch gespielt. Wirklich das Herz eigentlich auf dem Rasen gelassen gegen den VfL Osnabrück im NFV-Pokal. Am Ende dann doch die bittere Niederlage. Wie habt ihr das Spiel jetzt verdaut? Was könnt ihr euch aber auch aus dem Spiel mitnehmen? Erstmal war es geil, als wir eingelaufen sind, vor dieser Kulisse zu spielen. Ich glaube, das wünscht sich jeder Spieler. Wir wussten, dass es natürlich schwer wird gegen Osna, dass sie auch wahrscheinlich sehr viel Ballbesitz haben an dem Tag. Haben uns vorgenommen, defensiv kompakt zu stehen und dann irgendwie über die Konter zu kommen. Haben, denke ich, nicht so viel zugelassen. Ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Vielleicht machst du in der zweiten Halbzeit sogar das 1-0 in der 86. durch Rankic. Ja. Und dann einmal nicht aufgepasst und der Ball ist hinten drin, das ist natürlich ärgerlich. Und wir haben unser Herz auf den Platz gelassen, wie du gesagt hast. Konnten den Zuschauern, den Fans leider nichts zurückgeben. Tut uns natürlich leid, aber ich hoffe, die haben alle gesehen, dass wir gekämpft haben und alles versucht haben. Ja, ich glaube, das hat wirklich eigentlich jeder gesehen. Kommen wir jetzt zu den Ligabetrieb in der Regionalliga Nord. Zwei Spiele, ein Punkt. Ich denke mal nicht das, was ihr unbedingt jetzt haben wolltet. Aber woran hapert es noch? Habt ihr euch da jetzt schon mal Gedanken gemacht? Ich glaube, dass die Chancenverwertung auf jeden Fall ein Thema ist. Gerade auch gegen Flensburg, wir spielen da unentschieden, was du eigentlich nicht verlieren kannst. Und gegen Emden wussten wir, dass die durch Einwürfe, durch Standard sehr gefährlich sind. Konnten das irgendwie nicht richtig verhindern. Dadurch haben die immer die Bälle reingeschleudert, was natürlich irgendwann auch schwer zu verteidigen ist. Ich glaube, man hat es jetzt im Pokal gegen Oldenburg auch gesehen, da kommen die auch durch die Einwürfe. Haben mit Ball irgendwie es nicht auf den Platz bekommen und das nagt natürlich schon ein, weil du dir sehr viel vorgenommen hast. Und müssen jetzt anfangen daran zu arbeiten und jetzt irgendwie das wieder auf den Platz bekommen, was uns in der letzten Saison ausgezeichnet hat. Ja, ja. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt habt ihr natürlich einen vollgepackten August. Vor allem natürlich mit den Highlights Osnabrück, haben wir gerade drüber gesprochen. Dann natürlich DFB-Pokal nächste Woche gegen den Hamburger SV. Hat man das vielleicht auch zu sehr im Fokus, dass man so ein bisschen irgendwie denkt, die Regionalliga, hat man da ein bisschen weniger im Kopf so? Oder erzähl mal selber. Ja, es sind natürlich Highlight-Spiele, auf die man sich freut. Das ist ganz klar. Ich glaube, die Fans freuen sich auch mega drauf. Das sieht man natürlich auch an den Tickets, die ja nach 10 Minuten weg waren oder so. Keine Ahnung. Aber den Fokus, den verliert man nicht, weil wir wissen, wie wichtig die Liga ist. Wir unterschätzen das alles nicht. Aber deshalb ist es blöd, dass wir jetzt nur mit einem Punkt gestartet sind. Und müssen uns da jetzt wieder reinkämpfen und Spiele gewinnen. Ja, okay. Jetzt habe ich mal geguckt. Ein Tor bisher geschossen. Du bist erfolgreichster Vorlagengeber bisher beim SV Meppen. Ja. Auf wie viele Vorlagen dürfen wir uns denn noch einstellen bei dir in dieser Saison? Ich hatte letzte Saison ein paar. Ich denke, dass ich die auf 5 komme. Auf 5? Okay, sehr gut. Wenn nicht, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ja. Erzähl mal ganz kurz, bleiben wir ein bisschen bei dir. Was sind deine Ziele mit dem SV und deine persönlichen Ziele natürlich in dieser Saison? Ja, meine Ziele sind natürlich an der letzten Saison anzuknüpfen. Ja. Deshalb gilt es sich jetzt ein bisschen zu raffen, um auch wieder in die Spur zu finden. Und ich möchte mich natürlich selber immer weiterentwickeln. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt jetzt gerade auch in meinem Alter, dass ich die Saison natürlich auch verletzungsfrei bleibe und dann auch an letzter Saison anknüpfe. Ja, okay. Werfen wir abschließend nochmal einen Blick nach vorne am Sonntag, SV Drochtersen-Assel. Auf was müsst ihr euch einstellen und wie wollt ihr euch auch hier in der Hensch Arena präsentieren? Wir wollen natürlich Druck machen, die Fans wieder mitnehmen. Wir wissen, dass sie natürlich über zwei robuste Spieler kommen, mit Hiseni und Göttel. Darauf sind wir eingestellt und wollen natürlich das Publikum mitnehmen und das Spiel mit aller Macht gewinnen. Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, alle wollen den ersten Dreier hier sehen. Ja. Dann danke ich dir für die Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder zum Island Base Interview der Woche.